Herzlich willkommen zum Mount Guide von Totenschwurs Todesstreitross. Wir befinden uns hier in den östlichen Pestländern am Dienstboteneingang von Stratheume. Wichtig hier zu beachten, wir dürfen die Instanz nicht durch den Haupteingang betreten, sondern nur durch den Dienstboteneingang. Hierbei sei auch erwähnt, dass die Instanz nur im Normal Mode betretbar ist, was bedeutet, dass wir die Instanz zurücksetzen und erneut betreten können, falls das Mountain nicht droppen sollte. In der Instanz selber müssen wir erstmal drei Ziggurats deaktivieren, um das Tor zu öffnen, das uns zum Schlechterplatz führt. Dafür müssen wir die Bosse vor den Ziggurats liegen und die Mobs, die sich jeweils darin befinden. Am Schlechterplatz angekommen, werden die Monstrositäten ausgeschaltet, damit Rammstein der Verschlinger erscheint. Nachdem dieser erfolgreich ausgeschaltet wurde, kommt eine größere Gruppe von Untoten aus einem vergitterten Tor angerannt. Danach müssen wir nur noch die Wachposten der Schwarzen Wache besiegen und dann dürfen wir auch schon das Gebäude betreten, in dem sich Baron Aureus Totenschwur aufhält. Baron Aureus Totenschwur selber kann zu einer Wahrscheinlichkeit von 0,8% die Zügel des Todesstreitrosses droppen lassen. Mit dem können wir dann erlernen, das Todesstreitross zu beschwören. Wie ich bereits am Anfang des Videos schon mal erwähnt hatte, kann die Instanz zurück und erneut betreten werden, da sie im Normal Mode gespielt wird. Das heißt, sollte das Mount nicht beim ersten Mal droppen, nicht direkt verzagen. Ich hoffe, ihr hattet Vergnügen mit diesem Video gehabt und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, macht es gut, meine Freunde, und ciao, ciao.